Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Kropf Multimedia. Im heutigen Video möchte ich euch den neuen Niaivo Fjord 26 vorstellen. Das ist dieser ganz kleine hier. Das ist der kleine Bruder des Fjord 36. Den habe ich jetzt seit circa 3 Jahren im Einsatz. Von dem gibt es auch schon ein Video, das verlinke ich euch gleich auch hier. Könnt ihr mal anschauen. Und es ist noch der kleinere Bruder vom großen Rucksack, den ich für die Bergtouren dabei habe. Auch hier gibt es ein Video, das ist der Fjord 60. Heute möchte ich euch zeigen, was dieser kleine Rucksack alles kann, für wen der geeignet ist. Das zeige ich euch im Video. Der erste Eindruck, wenn man den Fjord 26 in die Hand nimmt, er ist federleicht. Es ist sicher ein idealer Rucksack, um immer dabei zu haben, die Fotoausrüstung von A nach B zu bringen, zum Fliegen im Flieger, kurze Wanderungen oder vielleicht sogar einen Städtetrip. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn man den Rucksack anschaut, die Qualität, die Niaivo auch bei den anderen beiden Rucksäcken innehatte, das ist auch bei diesem Rucksack der Fall. Die Reißverschlüsse sind wieder wasserdicht. Dann haben wir auch das bekannte gute Material, dass die Fotoausrüstung wirklich nicht nass und schmutzig wird. Wie bei den beiden größeren Rucksackmodellen kann natürlich auch beim Fjord 26 können 3 verschieden große Inlays reingemacht werden. Es gibt das kleine Inlay, es gibt das mittlere Inlay und es gibt das große Inlay, wo ihr dann verschieden viel Ausrüstung zum Fotografieren mitnehmen könnt. Wie auch bei den anderen Modellen kann dieser Rucksack hier auch von hinten geöffnet werden. Das Tragsystem beim Fjord 26 ist vereinfacht worden. Es sieht bequem aus. Ich hatte den auch schon kurz mal am Rücken und in dieser Größenklasse ist das sicher absolut in Ordnung. Es gibt diesen Rucksack als Standardversion ohne Hüftgurt oder ihr bekommt den auch mit dem Sport Package. Sport Package heißt, ihr könnt dann einen stabilen Hüftgurt einfahren. Das zeige ich euch dann später im Video auch noch kurz. Nun machen wir den Rucksack mal auf. So, der wird auch wieder von hinten geöffnet. Auch hier liegt der Vorteil darin, dass man den Rucksack ablegen kann und das Tragsystem bleibt sauber. Damit ich euch mal zeigen kann, was so alles in diesen Rucksack reinkommt, mache ich mal ein kleines RCI rein, das ist das kleine Inlay. Das wird wie bei den größeren Modellen, wird das unterhalb vom Aluminiumrahmen eingespannt. Und es ist auch wieder ein Zwischenlayer drin. Dieser Layer ist dafür da, dass, wenn ich das Fach oben fülle, nicht irgendwelche Sandwich-Krümel oder solche Sachen in der Fotoausrüstung landen. Dann kann ich das Ding hier reinmachen. So. Und jetzt wird, wie bekannt, diese Klettverschlüsse können so zugemacht werden, dass sie fix im Rucksack drin sind. So, und jetzt seht ihr, ich nehme da mal die Einteilungen von mir ein wenig raus, mache das weg und jetzt seht ihr eigentlich, jetzt habe ich hier unten dran Platz für eine Fotoausrüstung und hier oben habe ich dann die Möglichkeit, wenn ich diesen Reißverschluss von vorher aufmache, dass ich meinen Rucksack hier oben mit sonstigen Sachen beladen kann. Hier unten dran sehen wir das kleine RCES. Und was eigentlich noch verblüffend ist für so einen kleinen Fotorucksack, hier haben wir das Laptopfach. Und trotzdem bringe ich auch hier mein 15 Zoll Notebook eigentlich locker rein. Das wird noch hier reingemacht. So, hier schließe ich das Ganze. Ich mache jetzt auch hier mal zu und dann seht ihr etwa so die Größe, wenn er beladen ist. Etwa so sieht dann die Größe aus, wenn ihr das Teil am Rücken habt. Auf der linken Seite seht ihr einen Fjord 26, auf der rechten Seite seht ihr den Fjord 26S. Was ist der Unterschied? Eigentlich gibt es nur einen kleinen und zwar auf der rechten Seite wurde das Sportpaket montiert, was ich vorher schon mal angesprochen habe. Dieses Sportpaket besteht aus 3 Teilen. Der erste Teil ist dieser breite Hüftgurt, den ihr hier seht. Den könnt ihr nach Bedarf, wenn ihr das möchtet, mit einem Klett wegmachen und einfach ausfahren.
fahren. Wenn ihr zum Beispiel mal mit dem Rucksack eine Städtereise machen möchtet, braucht ihr den nicht unbedingt. Wenn ich den Rucksack umdrehe, seht ihr hier die Spannriemen. Die haben wir jetzt bei diesem Standardmodell nicht da. Das macht den Rucksack kompakter. Dafür habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass ihr hinten drauf zum Beispiel noch Wanderstöcke, Schneeschuhe, Tourenski oder solche Sachen montieren könnt. Dann haben wir hier, was die größeren Rucksäcke auch haben, haben wir dieses Spannnetz. Dieses Spannnetz könnt ihr hier hinten dran, zum Beispiel wenn ihr mal eine nasse Jacke habt oder sowas, könnt ihr das hier montieren, einfahren oder auch einen Helm oder solche Sachen. Könnt ihr hier reinmachen und dann wird das hinten drauf gespannt und hier fixiert und dann könnt ihr irgendwelche Sachen hier drauf montieren. Wenn ihr einen Fjord 26 kauft, könnt ihr später auch jederzeit noch das Sportpackage dazu kaufen. Dann wird dieser Rucksack zum Fjord 26S. Es ist doch nun schon eine Weile her, wo ich das Video über den Fjord 36 gemacht habe. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dass ich euch nochmal in etwa zeigen kann, welche Fotoausrüstung in welchem der RCI Platz hat. Ich zeige euch das mal kurz. In jedem dieser RCI sind natürlich diverse Unterteilungen dabei. Ich habe da eine Fotoausrüstung parat gemacht, dass ihr mal so seht, was passt in etwa da rein. Jetzt habe ich die kleinste Größe, das ist das S. Hier haben wir eine Fujifilm X-T4. Ihr seht, diese sind relativ tief. Ihr könnt zum Beispiel die Kamera auch reinstellen. Jetzt nehme ich zum Beispiel noch ein zweites Objektiv. Wenn ihr möchtet, könntet ihr zum Beispiel auch Sachen machen, wie das, was ich jetzt hier mache, mit einer gewissen Unterteilung. Könntet ihr zum Beispiel sogar ein 100-400 reinmachen, eine Quereinteilung reinmachen, wenn ihr das möchtet. Ihr seht, bereits in die kleinste Größe hat was an Fotoausrüstung Platz. Auch wenn ich die größere Kamera nehme, das ist jetzt die Fujifilm GFX50S, auch die bringt ihr hier rein, könnt ihr so reinstellen. Ist natürlich klar, jetzt mit dem 45 bis 100 mm Objektiv habt ihr nicht mehr sehr viel Platz. Ihr könntet vielleicht jetzt zusätzlich noch ein Blitzgerät reinmachen. Das ist die Größe S. Das ist nun die Größe M. Die Größe M, die ist immer identisch breit mit allen anderen RCIs. Der Unterschied ist, das Element wird dann höher. Hier bringe ich dann schon deutlich mehr an Fotoausrüstung rein. Das heißt, ich setze auch hier zum Beispiel meine Fujifilm GFX 50 rein. Und wenn ich jetzt noch möchte, nehme ich noch mein 32 bis 64 und mein 23 mm. Wenn ich mit gutem Willen das einteile hier, bringe ich in dieses M dann zum Beispiel noch ein weiteres Objektiv. Oder ich könnte natürlich auch Sachen wie Fernauslöser und so noch direkt ins Fotofach machen. Wenn ich dann eine Systemkamera nehme, dann seht ihr zum Beispiel mit der X-T4, auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, dass ich die reinstellen könnte. Mit den kleinen XF-Objektiven ist das natürlich noch mal viel, viel einfacher. Da könnt ihr schon eine große Ausrüstung reinmachen. Das ist jetzt das 23 mm 1.4, da könnte man eins rüberlegen, natürlich mit einem Schutz dazwischen. Oder ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit, dass man jetzt zum Beispiel die Kamera hier rübernehmen würde, zum Beispiel so irgendwas, und dann hätte man auch noch das Teleobjektiv und da habe ich doch schon anständig Platz für Fotoausrüstung. So, und nun haben wir noch die Größe L, das ist das größte der Nia Ivo Inlays und hier könnt ihr jetzt eine ordentliche Portion Fotoausrüstung einladen. Ich mache jetzt mal hier meine GFX rein zum Beispiel und jetzt könnte ich dann immer noch eine X-Kamera, wenn ich das gerne möchte, reinmachen. Es sind noch viele Einteilungen dabei, die ich jetzt nicht hier habe. Und so seht ihr, auch wenn ich möchte, könnte ich zum Beispiel noch das Teleobjektiv reinlegen. In die Größe L könnt ihr sehr, sehr viel Fotoausrüstung reinmachen. Einfach bezogen auf den Fjord 26, wenn ihr dieses Teil hier drin habt, dann ist der Rucksack komplett mit Fotoausrüstung gefüllt.
Der Fjord 26 ist ein kleiner, cooler Fotorucksack, sehr, sehr leicht, gutes Material und hat eigentlich alle Stärken, welche die größeren Rucksäcke auch haben. Gutes Material, Aluminiumrahmen und viele Sachen, die man anhängen kann. Der Unterschied zu den großen ist jetzt ein Rucksack, der die Spannriemen wegmachen kann, der den Hüftgurt wegmachen kann, und so eignet sich dieser Rucksack sicher auch, wenn ich mal eine Städtereise oder sowas machen möchte. Ihr findet diesen Rucksack bei uns im Onlineshop unter kropf-multimedia.ch oder auch im Laden in Herzogenbuchsee. Kommt doch vorbei, schaut euch den Rucksack an, testet ihn, nehmt die Fotoausrüstung mit. Bei uns findet ihr alle drei Größen Inlays, ab Lager lieferbar, und alle vier Farben des Rucksacks. Es gibt den nämlich in Graphite, in Powder, in Pine und in Midnight. Das sind die vier Farben, die es von Fjord 26 gibt. Bei Fragen schreibt uns eine E-Mail, kommt vorbei, und ich hoffe, das Video war für euch informativ, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao zusammen.